So Leute, hier sind wir wieder bei Naruto Ninja Storm 4 Road to Boruto. Wir müssen jetzt zu Sasuke gehen, beziehungsweise aufs Dach und mit ihm reden und dann mal gucken, wie es weitergeht, ob wir Naruto diese Folge zurückholen oder auch nicht. Bitte, weiß ich nicht. Wir gucken aber mal, wie es jetzt weitergeht. Ja, ja. Ich bin bereit auf jeden Fall. Ich kann nur eine bestimmte Menge Leute mit dem Renegaden zu ihnen schicken. Im Augenblick sind wir die stärksten Ninjas der Welt. Nimm das. Was ist das? Boruto. I'm going to bring Dad back. I promise. Sarada, Mitsuki, take care of everyone for me. Ich sag ja, jetzt wird die Story doch nochmal interessant. You're a tough one. We've only been able to pull out this much so far. Sorry. But we ninja don't go down that easily. Sasuke, you too? Why? A lot happened. He's a ninja now. I feel like I'm looking at one of my shadow clones. I look a lot cooler now, don't I? More than before. I guess you did glance at the old me a few times, huh? I'm sorry. From now on? You don't need to change a thing. Huh? Just whenever you have time to see me, don't just scold me. Tell me about your past, too. Yeah. Inferior creatures. Ich sage jetzt Cyber Connect 2, was ja auch die Dragon Ball Kakarot Story macht, macht einfach eine geile Story, ohne Witz. Das ist so eine geile Story wieder mal. Cyber Connect weiß, wie man das macht. Auch die Attacken und sowas, Alter, die sehen so geil aus, ne? Können wir gucken, wie der neue Gaara sich spielt? Bin ich ja mal gespannt drauf. Das ist die Ulti. Okay, die war ich jetzt nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Miss this chance.
Finde ich auf jeden Fall cooler. Ich habe die jetzt nochmal eingesetzt wegen Dingens da, wegen den Geheimtechnik-Finisher. Just need to corner you. Boom. The victor has been decided. Nice, 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 nice. Now, let's corner him. Über ein S. Yungara freigeschaltet. Woo, nice. You're all just cockroaches. How dare you! Kinshiki! Lord Momoshiki! Now, Lord Momoshiki, it seems that the time has come for you to devour my chakra. Oh, what? Just like my attendant once entrusted his power to me. Don't hesitate. Of course not. What? Alter, was? This is the vilest power in existence. Das sieht cool aus. The power of the gods, which none of you will ever. Die Macht der Götter. Sag das mal Virus, ne? Ja, Alter, ich sag ja die. Ich find's cool. We'll just have to teach him that ninja are stronger than gods. Yeah. Okay, jetzt ist es einfach nur noch fucking übertrieben. Okay, jetzt sind wir auf der Digimon-Ära. Okay, jetzt ist cool. Ja, sind wir langsam, ey. Was? Wieso wirft denn der daneben? Ach so, okay, ich dachte jetzt, hä? Aber coole Attacke. Boah, ich feier ja so welche Kämpfe, das ist so geil. Alter, wie viel zieht er uns? Ah! Alter, was? Verpiss dich! Alter! Wie zieht er uns? Und... Warte, haben wir damit eigentlich auch eine Ult? Nein, okay. Das ist so eine coole Story. Idiot, hat selber getroffen.
Ich komm doch schon, ich bin nicht so schnell. Ich bin fett. Autsch. Du schätzt mich nicht. Alter. Komm her, ja, jetzt komm her, jetzt kriegst du erstmal welche. Hier, boom. Da hast du es. Hier, da hast du. Und dann gibt's erstmal hier einen richtigen fetten Hieb. Das macht echt Spaß mit diesem Fieber zu spielen, aber Alter, zählt uns der Gegner viel. Wir müssen echt aufpassen. Und wir sind auch so fucking langsam, ne? Wir sind fast tot. Nein, das war ein Fehler. Oh fuck, wir müssen auf jeden Fall jetzt aufpassen. Niemand kann es aufhalten, sagt das jetzt nicht. Also, verpiss dich. Was? Getroffen haben wir, schön. Wir ziehen echt so wenig, ne? Oh, ja, letztes Lebensbalken bei ihm. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall aufpassen. Eieieiei. Oh Gott. Was passiert jetzt? Also, wir müssen jetzt wieder ausweichen. Was? Oh, B, ich drück doch schon B. Ah, stopp, nein, ich drück doch schon B, so schnell ich kann. Ich drück doch schon B. Nein. Wir haben es geschafft. Oh, Glück gehabt. Stirb! Geh weg! Drauf da! Was passiert jetzt schon wieder? Nein! Ah, jetzt ist die Endsequenz. Muss wieder aufpassen. Nicht, dass ich wieder falsch drücke hier. Autsch. Das war cool. Das hat mir gefallen. Das war der erste Kampf in der Story, wo ich sagen muss, der war geil. Teacher, because deep down you're a strong ninja.
I lost to Naruto, but you could beat him someday. Rasengan? Yeah, but it's no normal Rasengan. It's a Rasengan with a sudden change in chakra nature that makes it disappear. So what? I can see right through all of your childish tricks. They are useless against me. And I can't believe you would entrust your last hope to that boy. Are all ninja really this stupid? Look at his arms. They're shaking. You really think those arms can do anything to me? Well, it's my first time fighting this kind of battle. And honestly, I'm scared. My whole body's shaking. But my dad and the others are used to this kind of stuff. That's what turned them into such awesome ninja. Which means it's my turn now. I'm a ninja. Boruto Uzumaki from the Hidden Leaf. And I'll never stop being a ninja! Maggot. How dare you attempt to plead your case to me? I don't listen to maggots! You're gonna win. What? Der hat doch nur Chance gegen den. Rasengan! Ich muss mich hier immer so ein bisschen konzentrieren, das ist nämlich gar nicht mal so einfach, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich denke mal, so auf diesem Prinzip wird auch Dragon Ball Kakarot ablaufen, dass man das halt dann immer so ein bisschen ausweichen muss, die Scheiße. Gut, ich hätte auch eine Ulti einsetzen können, aber... Genau, auf diesem Prinzip wird auch Dragon Ball Kakarot ablaufen, dass man es halt immer so ausweichen muss. Das ist einfach so. Verschwinde, nein, ich bin nicht versch... Oh. Nicht schlecht. Also geil, also ich finde das geil, was macht Spaß. Ist halt so, Leute, das macht Spaß. Das ist wirklich so... man kann jetzt zwar nicht so viele Kombos einsetzen, also vielleicht schon, also ich bin vielleicht nicht so gut, aber... Es ist trotzdem so ein Spiel, wo ich denke, es macht einfach Laune. Könnte ich eigentlich jeden Tag spielen, wenn ich das üben würde und sowas, würde Spaß machen, auf jeden Fall. Oha. Genau, wie gesagt, auf dieses System wird auch Dragon Ball Kakarot ablaufen, dass es halt wirklich so einen roten Faden oder so ein roter Streifen oder sowas da ist und dass du das dann halt ausweichen musst und dann kannst du halt kurze Zeit später wieder den Gegner angreifen, das ist halt so. Das ist halt so das Prinzip von Kakarot.
Nein! Wollte doch nur mein Rasengan einsetzen, Idiot. Lol. Oh, wir müssen wieder ausweichen. Boah, muss man schon aufpassen. Das ist, nein, ich bin drauf reingelaufen, scheiße. Ich glaube, der kann Attacken absorbieren, da war ja was. Ah, ich kann es die ganze Zeit auszuweichen. Der kann unendlich ausweichen, ich nicht. Rasengan! Gut, letzter Lebensbalken von ihm. Geheimtechnik-Finisher gibt es keinen, okay. Lol. Ah, wir haben kein Lebens-, kein Ausweichbalken mehr, fuck. Alter, geile Attacke. Au. Au. Oh, ich kann uns erwachen. Ah, ja. Toll. Stirb. Okay, letzte. Das ist die Dingens da, die Endsequenz sozusagen. Also das ist Alter! Übertreib! Also jetzt muss ich gleich wieder irgendwas drücken. Ja, genau. Übertreib. Übertreib. Drück B. Das sah geil gezeichnet aus. Das ist nice. Oh. Boah, das sieht heftig aus. Oh, schöne Farben. Das sah cool aus. Das ist also schöner Story. Also, wenn das jetzt der Story-Abschluss ist, Alter, geil. Wenn es jetzt noch weitergeht, dann wüsste ich nicht, worum es gehen sollte. Aber hätte, sag ich dir, also wieder geile Story auf jeden Fall. Das ist ein gutes DLC gewesen. So teuer war das jetzt auch nicht. Aber trotz allem nice auf jeden Fall. Für ein DLC-Mission ist es auf jeden Fall wirklich ein toller Erfolg gewesen. Auch wenn ich am Anfang ein bisschen negativ war, aber es war cool. Even if it's your kid. Boruto. Yeah. Things are different from the Fourth Sage. Now the Hokage is right here. So I can watch you grow. Now and forever.
Borutos geschickt haben wir abgeschlossen. Ja. Das war doch okay. Schöne Story auf jeden Fall, muss man so sagen. Another mission today? We're still moving forward. Good luck with all your work, Dad. Okay. You're up next, kid. Muss sagen, krieg echt Bock jetzt Naruto zu gucken, ne? Ich bin ja schon Staffel 7. Ich weiß, ich habe irgendwie gerade richtig Bock da drauf. Das war, also ich werde jetzt noch mein Fazit sagen aus der Story, meine Meinung und ob es sich lohnt, dieses DLC auf jeden Fall zu kaufen. Ich werde das jetzt hier mal überspringen, das ist ja sowieso eine. Das brauchen wir nicht nochmal sehen. Ja, wie gesagt, wieso beginnt die Scheiße wieder von neu? Ja, wir haben jetzt nicht alles freigeschaltet, das ist mir aber auch eigentlich relativ, das interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Ja, wir müssen jetzt irgendwie wieder rauskommen, keine Ahnung wie. Dort zurück zu den Spielmodi, ja. Genau, ja, meine Meinung zu dieser Story ist auf jeden Fall, ihr könnt euch die auf jeden Fall holen, also wenn ihr natürlich auch Naruto mögt, so wie ich. Dieses Spiel ist sowieso sehr empfehlenswert, auch von der Story, das ist einfach sehr, sehr, sehr cool. Was ich euch noch anbieten könnte, falls ihr noch mehr möchtet. Ups, jetzt habe ich die Scheiße gemacht. Ups, sorry. Auf jeden Fall haben wir noch zwei DLCs gehabt. Wir haben noch zwei DLCs. Die, genau, die kann man im Abenteuer machen. Da ist zum Beispiel das von Naruto Uzumaki kann man noch spielen. Man kann Shigamaru spielen und Gaara aus dem Sand. Da gibt es noch extra Story-Modus von den dreien hier. Ich weiß nicht, ob ich darauf vielleicht auch noch Bock drauf. Vielleicht spiele ich das dann auch noch. Wenn dann aber erst nach Kakarot natürlich. Und ja, wie gesagt, also ich gebe diese Story auf jeden Fall eine 2 Plus. Gut, am Anfang war es halt doof. Aber es ist bei jeder Story so, wie gesagt. Also es hat mir trotzdem sehr gefallen. Ne? Also sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr alle zufrieden seid, wie ich gespielt habe und dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall bei mehr, wenn ich auf jeden Fall, oder wenn ihr auf jeden Fall Bock habt. Zeigt es mit einem Daumen nach oben und ein Abo, wäre cool, ne? So, haut rein und ciao, ciao.